Inzwischen sind wir wieder Backstage angelangt und es ist dunkel geworden und schon spät am Abend. Wir treffen den Partysänger Olaf Henning. Auch er blickt auf eine jahrelange Erfahrung im Showgeschäft. Er tritt überwiegend auf Mallorca am Ballermann auf. Weiß aber auch durchaus die Vorteile von anderen Konzerten zu schätzen, wie dem auf der Beachparty. Ja, ich hab's nicht so weit nach Hause. Nein, ich finde das toll. Ich finde das toll, dass so schöne Open-Air-Geschichten wie in einem Freibad stattfinden. Ich liebe so ein Ambiente. Und ja, Ballermann, ich fliege einmal oder dreimal die Woche jetzt wieder hin, aber ich fliege an einem Tag wieder direkt nach dem Auftritt zurück. Für mich ist es Mörderstress. Und hier ist es jetzt nicht so ein super Stress. Ne, ich habe zwar auch so ein paar Jobs heute, aber das ist alles Gott sei Dank gut gestrickt, keine Sternfahrten. Und Wetter spielt mit und ist alles, guckt ja an. Also mehr Leute geht da ja gar nicht drauf, ist ja super. Die neue Nummer EO, die läuft wunderbar. Das ist ja schon appreciiert gewesen im letzten Winter. Wir sind gerade an neuen Nummern dran. Aber was immer wieder mich mit Stolz erfüllt, ob Manege ist leer, Game Over, natürlich Cowboy und Indianer. Das ist klar. Also das braucht man nur noch kommen, ansingen und die singen weiter. Also das ist schon klasse. Wenn man so einen Hit hat, ist unbezahlbar. Das ist natürlich klar. Es gibt zwei Lieder, die mich unglaublich geprägt haben. Ist Manege ist leer, weil es meine erste Single war. Und Cowboy und Indianer, die mich ja in ganz Europa irgendwo nach oben geschossen hat. Also das ist schon irre. Nach ein paar Stunden auf dem Festivalgelände wird es Zeit, nach einem ersten Fazit zu fragen. Der Veranstalter Thorsten Kalmutzke ist mehr als zufrieden. Also ich kann sagen, ich bin einfach begeistert. Ich kann das in Worten jetzt gerade emotional gar nicht wiedergeben. Wir haben wahnsinnig hart dafür gearbeitet. Wir haben unzählige Stunden in den Abend heute gesteckt und das Resultat ist einmalig. Wir haben wirklich die 6.000 Leute geschafft. Wir sind ausverkauft. Wir sind, glaube ich, damit weit über die Grenzen bekannt. Ich würde sagen, das Ziel ist zu 100% erreicht und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und einer, der mit dabei war am Samstag, ist Micky Krause. Als er die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. Die Menschen flippen völlig aus, singen jeden Song mit und feiern den Mallorca-Star. Also ich glaube, dass die Leute mich seit vielen, vielen Jahren kennen und ich stehe einfach für gute Partymusik, für Stimmungsmusik. Ich glaube, ich bin Deutschlands erfolgreichster Stimmungsmusiker und da habe ich viele, viele Jahre dran gearbeitet und die Leute sind mit mir und meiner Musik älter geworden und ich glaube, ich habe halt eben meine Glaubwürdigkeit Gott sei Dank nicht verloren und bin mir, meiner Musik und ich glaube, den Leuten, die vor der Bühne stehen, einfach treu geblieben und ich glaube, das zeichnet mich ein bisschen aus. Aber ich habe auch verdammt viel Glück gehabt. Es gibt natürlich Partys, die sind in Deutschland besser als auf Mallorca, aber man darf auf Mallorca nicht vergessen, die Leute haben da erstmal Urlaub. Die sind im Urlaubsmodus, die chillen, die sind entspannt und bekommen dann on top noch Jürgen Drews oder Micky Krause geboten. Das kann natürlich oft ausgelassener sein, aber es gibt auch Partys in Deutschland, die sind besser als Partys auf Mallorca. Mein Erfolg besteht vielleicht darin, dass ich einfach die Gabe besitze, im Publikum zu unterhalten. Das konnte ich mit 15 bei den Pfadfindern am Lagerfeuer. Da habe ich mir die Gitarre geholt und habe vor 300 Leuten gesungen und das Publikum unterhalten. Und wenn man diese Gabe besitzt, kann man natürlich auch ein großes Publikum unterhalten. Und wie gesagt, ich glaube, dass ich meine Glaubwürdigkeit nicht verloren habe, dass ich halt immer weiß, für wen ich auch diese Musik mache, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern für die Leute, die vor der Bühne stehen. Und viele Leute vergessen das mit der Zeit. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und im nächsten Jahr, 2018, bin ich wieder hier. Letztes Jahr war schon super, aber ich hatte den Eindruck, dass sie heute noch ein bisschen ausgelassener waren. Also vielleicht lag es an der Uhrzeit, ich habe keine Ahnung, aber die Leute waren extrem gut drauf. Das Wetter passte, es war nicht zu warm, nicht zu kalt. Tolle Location vor allen Dingen, weil ich habe den Eindruck, ich habe jeden der 6.000 Leute hier gesehen. Das ist wirklich toll für die Location hier. Ich bin total stolz darauf, dass wir es geschafft haben, Vanessa Mai zu verpflichten, die nächstes Jahr einer unserer Top-Acts ist. Wir werden Micky Krause wieder hier haben. Wir haben Achim Petri heute Abend festgemacht. Der ist aufgetreten und da war so eine gigantische Stimmung. Das muss man einfach erlebt haben. Der gehört dazu, ist ein guter Freund von mir. Der kommt wieder. Die Atzen sind nächstes Jahr mit einer Jubiläumstour in Deutschland unterwegs, kommen auch nach Kamp-Lehnfort. Und ich verspreche euch, da kommt noch der eine oder andere Hit dazu. Na, das klingt doch vielversprechend. Wir sind jedenfalls sehr gerne wieder mit dabei.